Moin! Wenn man an die griechische Mythologie denkt, springen einem sofort einige bekannte Götternamen wie Zeus, Aphrodite oder Hera in den Kopf. Aber wie sind diese Götter eigentlich entstanden? Der griechische Dichter Hesiod, der um ca. 700 vor Christus gelebt hat, erzählt in seinem Werk Theogonie von der Entstehung der Welt und der Götter und wie das alles ablief, schauen wir uns heute mal genauer an. Viel Spaß! In der Theogonie wird das Chaos an den Anfang gestellt. So gab es am Anfang nur das Chaos. Aus dem Chaos ging dann die erste Göttergeneration hervor, nämlich die Erde Gaia, die Unterwelt Tartaros, die Nacht Nyx, die Finsternis Erebos und die Liebe Eros. Aus der Erde Gaia entstehen anschließend Uranos, Urea und Pontos. Uranos ist der Himmel, Urea das Gebirge und Pontos das Meer. Nyx und Erebos zeugen gemeinsam Himera, der Tag, und Äther, die Luft. Mit dem Himmel Uranos zeugte Gaia daraufhin die Zyklopen, die Hekatonkeiren und später im Geheimen die Titanen. Die Zyklopen waren einäugige Gestalten, die Hekatonkeiren waren Gestalten mit 50 Köpfen und 100 Händen und die Titanen waren Riesen in Menschengestalt und ein mächtiges Göttergeschlecht. Uranos aber hasste die Hekatonkeiren und die Zyklopen und verbannte sie in den Tartaros, woraufhin die Titanen geboren wurden. Die Aktion von Uranos fand Gaia nicht so cool und befahl einem der Titanen, Kronos, eine Revolution zu starten. Kronos entmannte daraufhin Uranos mit einer Sichel, warf das abgeschnittene Glied ins Meer und wurde damit der Herrscher über die Götter. Blutstropfen aus der Wunde fielen auf die Erde. Und aus den Blutstropfen und Gaia entstanden die Giganten, die Erinien und die melischen Nymphen. Die Giganten waren Gestalten, die in einem anderen Mythos nochmal in einen heftigen Fight gegen die olympischen Götter geraten. Die Erinien sind die drei Rachegöttinnen, Alecto, Megaira und Tisiphone. Und die melischen Nymphen sind weibliche Naturgeister, die in Eschen leben. Aus dem Samen des in den Pontos gefallenen Gliedes entstand Aphrodite, die Göttin der Liebe, der Schönheit und der Begierde. Kronos ist jetzt der Chef der Götter und erhält mit der Titanin Rhea die Nachkommen Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon und Zeus. Unter Kronos lebte auch das sogenannte goldene Geschlecht. Die Menschen lebten ohne Sorge in Frieden und perfektem Einklang mit der Natur. Später wurden sie von Zeus in Geister verwandelt, die die Sterblichen behüten und beschenken sollen. Dem obersten Gott Kronos wurde von Uranos und Gaia vorausgesagt, dass ihn einer seiner Söhne entmachten würde, weshalb er kurzerhand seine Kinder verschlingt. Rhea schaffte es aber dennoch, Zeus zu verstecken und Kronos stattdessen einen Stein mit einer Windel verschlingen zu lassen. Zeus wuchs in einer Höhle auf Kreta ungestört heran und später gelang es Zeus, seinen Vater Kronos zu überlisten, sodass der seine Kinder und den gefressenen Stein wieder ausspuckte. Gaia ist Zeus dankbar und zeigt ihm deshalb das Versteck der Zyklopen. Als er diese befreit, erhält er von ihnen zum Dank den Donner, den Zündkeil und den Blitz. Anschließend führen Zeus und seine Geschwister 10 Jahre lang Krieg mit den Titanen, bis Gaia Zeus das Versteck der Hekatonkeiren verrät. Nachdem auch diese befreit wurden, wurden die Titanen besiegt und in den Tartaros verbannt, wo sie von den Hekatonkeiren bewacht werden. Damit begann die Herrschaft der olympischen Götter. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne noch ein Like oder ein Abo dalassen. Checkt auch noch gerne andere Videos von uns aus oder haut noch Vorschläge in die Kommentare, was wir noch so für Videos machen sollen. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!